So, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Thema CT-Scan-Parameter. Mein Name ist Cora Krasekamp und ich werde Sie heute durch die Präsentation begleiten. Während dieses Schulungsmoduls werden Ihnen die grundlegenden Scan-Parameter und Rekonstruktionsparameter erklärt. Dieses Modul wird ca. 45 Minuten dauern. Für Fragen verwenden Sie bitte das Fenster für Fragen. Ihre Fragen werden dann am Ende der Präsentation beantwortet. Die Agenda sieht wie folgt aus. Als erstes werde ich Ihnen eine kurze Einführung bezüglich der automatischen Belichtungskontrolle geben. Danach gehen wir tiefer ins Detail und es geht im zweiten Kapitel um die Scantypen und Rotationszeiten, gefolgt von der Abdeckung, Pitch, Schichtdicke und Intervall. In Kapitel 4 werde ich KV, Milliampere und die Dosismodulation erklären. In Kapitel 5 geht es dann um das Field of View und zum Schluss werde ich Ihnen noch etwas über die möglichen Rekonstruktionsoptionen erzählen. So, dann fangen wir gleich mal mit einem kurzen Hinweis bezüglich der automatischen Belichtungskontrolle und Scanparametern an. Das gesamte Verhalten der Parameter, die in der Scan-Parameter-Darstellung behandelt werden, sind für feste Milliampere ausgelegt. Beachten Sie, dass sich das Verhalten bei der Verwendung der automatischen Belichtungskontrolle möglicherweise unterscheidet, da dessen Ziel immer darin besteht, die Bildqualität beim Anpassen von Scan-Parametern zu erhalten. Scan-Typen und Rotationszeiten. An den CT-Scannern können Sie zwischen folgenden Modi wählen: Scout, Axial, Helical und Cine. Je nach Konfiguration des Systems stehen noch zusätzlich das Cardiac- und Shuttle-Modus zur Auswahl. Der Scan-Typ Scout ist zur Erstellung eines Übersichtsbildes. Bei dieser Aufnahmetechnik bewegt sich nur der Tisch. Bevor ich gleich tiefer ins Detail gehe, erst noch eine kurze Übersicht der in der ersten Zeile anwählbaren Scan-Modi. Bei dem axialen Modus kreist die Röhre unter Strahlung um 360 Grad einmal um den Patienten bei stehendem Tisch. Der Tisch bewegt sich zur nächsten Stelle, dann erfolgt die Akquisition des nächsten Abschnittes. Bei dem Helical, also dem Spiralmodus, handelt es sich um eine kontinuierliche Röhrenrotation mit kontinuierlicher Tischbewegung. Somit wird ein Datenvolumen erstellt. Auch bei dem Cine-Modus haben wir eine kontinuierliche Röhrenrotation, aber der Tisch bewegt sich hier nicht. Der Cine-Modus wird zum Beispiel für Perfusionsuntersuchungen verwendet. Dann haben wir noch den Cardiac-Modus. Dieser wird für EKG-gestörte Herzfunktionen verwendet und ist noch in unterschiedliche Cardiac-Modi unterteilt. Kommen wir noch einmal zurück zum Scout-Modus. Ein Scout- bzw. Übersichtsbild wird bei allen Herstellern erstellt. Die Röhre rotiert nicht, während sich der Tisch bewegt. Das Übersichtsbild wird in der Regel zur Bestimmung des Scan-Bereichs erstellt, aber auch für zum Beispiel Wirbelsäulenstudien und Biopsien. Auch Optionen wie zum Beispiel die automatische Belichtungskontrolle basiert immer auf einem Übersichtsbild. Bei dem axialen Scan-Modus werden Bilder während einer Rotation erstellt. Danach stoppt die Strahlung und der Tisch fährt weiter zur nächsten Position, bevor die Strahlung wieder angeht. Zwischen den Akquisitionen ist das sogenannte Interscan-Delay, also eine Verzögerungszeit zwischen den Scans. Diese Verzögerungszeit bietet Zeit für die Tischbewegung und je nach Zeit auch für die Patientenatmung. Die Verzögerungszeit zwischen den Scans kann zwischen 1 und 10 Sekunden eingestellt werden. Bevor es den Spiral-CT gab, gab es nur CTs mit axialen bzw. sequentiellen Scantechniken. Bei dem Helical- bzw. Spiralmodus werden Bilder akquiriert, während sich der Tisch bewegt, um viele Bilddaten in kurzer Zeit zu erhalten. Vorteile des Spiralmodus sind die schnelleren Scanzeiten, somit weniger Bewegungsartefakte und wir erhalten auch bessere Daten für die 3D-Darstellung. Nachteile des Spiralmodus könnten möglicherweise sein Spiralartefakte und die erwartete Varianz im Schichtprofil.
Bei einer Multislice-Spirale werden während einer Rotation mehrere Bilder erstellt, zum Beispiel 64 Bilder pro Rotation, einfach nur mal als Beispiel genannt. Bei der Anwendung des Scene-Modus werden innerhalb eines definierten Zeitraums Bilder derselben anatomischen Region erstellt. Diese Methode wird zum Beispiel für Perfusionsuntersuchungen verwendet, um die Kontrastmittelanreicherung in einem definierten Zeitraum zu verfolgen, woraus dann mit einer speziellen Software, zum Beispiel der Blutfluss, dargestellt werden kann. Auch bei dem Cardiac-Scan-Typ steht eine Auch bei dem Cardiac-Scan-Typen steht ein Scene-Modus zur Verbesserung der zeitlichen Auflösung zur Verfügung. Dazu erhalten Sie mehr Informationen in unseren Webinaren über die Herzbildgebung. Dann haben wir noch den Shuttle-Modus. Bei dem Shuttle-Modus bewegt sich der Tisch zwischen zwei nebeneinander liegenden Positionen hin und her. Durch den Shuttle-Modus erhält man eine doppelte Abdeckung für zum Beispiel auch dynamische Studien. Hier sehen Sie einmal ein Beispiel für den axialen Shuttle-Modus. So, dann kommen wir einmal zu der Rotationszeit. Die Rotationszeit ist die Zeit in Sekunden, die benötigt wird, bis die Röhre eine vollständige 360-Grad-Drehung vollendet hat. Wenn wir den MA-Wert nicht verändern, gilt, je langsamer die Rotationszeit, desto mehr Informationen pro Projektion erhalten Sie und desto höher ist die Bildqualität. So, hier sehen Sie nun einige Beispiele. Eine schnelle Rotation wird verwendet bei zum Beispiel Apnoe oder vaskulärer Bildgebung und zur Vermeidung von Bewegungsartefakten. Langsamere Rotationszeiten werden verwendet, wenn keine Notwendigkeit für eine schnelle zeitliche Auflösung besteht und letztendlich die räumliche Auflösung im Vordergrund steht. So wie zum Beispiel bei der Darstellung von kleinen Strukturen oder Anatomien, wie bei den Knochenuntersuchungen. So, wir sind nun am Ende des zweiten Kapitels. Sie haben gerade von den unterschiedlichen Verwendungen der Scan-Typen und der Rotationszeit erfahren. Und im nächsten Kapitel erfahren Sie etwas über das schichtigen Rekonstruktionsintervall und den Pitch. Abdeckung, Pitch, schichtige Intervall. Die Abdeckung ist der Scan-Bereich, der während einer Rotation abgedeckt werden kann. Die Abdeckung hängt sehr von dem System ab. Es gibt zwei Arten von Dektoren, symmetrisch und asymmetrische. An Ihrem CT-System können Sie durch Anwahl der Schaltfläche Schichtdicke wählen, wie viel Millimeter Sie pro Rotation abdecken möchten. Hier in diesem Beispiel haben Sie die Möglichkeit, zwischen einer 20 mm Abdeckung und einer 40 mm Abdeckung zu wählen. Wenn man sich jetzt einmal den CDTI-Wert anschaut, dann sieht man bei der 20 mm Abdeckung einen CDTI-Wert von 22,18 mg. In dem folgenden Fall haben wir nun die Abdeckung auf 40 mm gesetzt und Sie sehen einen CDTI-Wert von 20,40 mG. Nichts anderes an den Scan-Parametern wurde verändert. Sie sehen also, wenn Sie eine größere Abdeckung verwenden, können sich die Aufnahmezeit und die Dosis verringern. Gleichzeitig wird aber auch die Bildqualität verringert. Die Abdeckung muss entsprechend der gewünschten Dicke und der am besten geeigneten Erfassungszeit gewählt werden.
Zum Beispiel würde man für eine Handgelenkuntersuchung eher eine kleinere Abdeckung verwenden, um eine bessere Bildqualität zu erhalten. Dann kommen wir zum Pitch. Der Pitch entspricht dem Verhältnis Tischbewegung zur Kollimation. Je größer die Überlappung, desto mehr Projektionen erhalten Sie pro anatomische Region und die Bildqualität steigt. Je mehr die Spirale auseinandergezogen ist, wie Sie hier im zweiten Beispiel sehen, desto schneller ist natürlich die Untersuchung und Sie haben allerdings auch weniger Projektionen und somit eine geringere Bildqualität. Wenn Sie eine feste Rotationszeit, Scanschrecke, KV und MA haben, also nicht mit der automatischen Belichtungskontrolle arbeiten und nur den Pitch ändern, ändert sich die Dosis und die Bildqualität. In diesem Beispiel, wenn wir von dem 0,984:1 Pitch auf 0,516 ändern, erhöht sich die Dosis. Warum? Weil wir mehr Zeit für die Akquisition aufgewendet haben. In der gleichen Zeit erhöhen wir aber auch die Bildqualität, weil wir mehr Projektion erhalten, um das Bild zu rekonstruieren. Wir haben also eine bessere räumliche Auflösung. Die wählbare Rekonstruktion der Schichtdicke hängt von der Verwendung der Kollimation ab. Wenn die Kollimation bei einem asymmetrischen Detektor 20 mm beträgt, ist es möglich, eine Dicke von 1,25 mm zu wählen. Wenn die Kollimation 10 mm auf dem asymmetrischen Detektor ist, ist es möglich, eine Rekonstruktionsstärke von 0,625 zu wählen. Je dünner die Schichtdicke ist, desto größer ist die räumliche Auflösung und das Rauschen bzw. das Kontrastrauschverhältnis. Je dicker die Schichtdicke ist, desto besser ist die Auflösung in der Dichte. Das ist dann das Signalrauschverhältnis. Bitte schauen Sie dafür auch in Ihre Bedienungsanleitung. Dort steht drin, welche Konfigurationen an Ihrem System möglich sind. Die gewählte Abdeckung und der Pitch sollen immer an der spezifischen Fragestellung angepasst sein. Eine kleinere Abdeckung mit langsamem Pitch eignet sich zum Beispiel für knöcherne Fragestellungen, wie hier links dargestellt, und für auch kürzere Scanstrecken. Ein schneller Pitch und größere Abdeckung eignet sich dann zum Beispiel für Thorax-Abdomen-Untersuchungen. Auch muss immer das Overscanning beachtet werden. Das sogenannte Overscanning ist ein Effekt der Spiralenbildgebung, um genügend Informationen für das erste und letzte Bild zu erhalten. Das Overscanning verändert sich bei der Anpassung von Abdeckung und Pitch. Auf dem Übersichtsbild sehen Sie dann, dort wird das Overscanning dann immer in magentafarbenen Linien angezeigt. Also Sie sehen einmal das Übersichtsbild, Sie sehen die Planung, in diesem Fall Ihrer Thoraxuntersuchung, und oberhalb und unterhalb der Planung sehen Sie die magentafarbenen Linien. Und diese stellen das Overscanning dar. Für zum Beispiel 3D-Darstellung muss das Rekonstruktionsintervall bzw. Bildintervall auch berücksichtigt werden. Das Bildintervall ist nur für helikale Scans von Bedeutung und wird automatisch vom System so eingestellt, dass es der Schichtdicke angepasst ist. Für den Scantyp Axial und Zine wird das Intervall entsprechender der Detektorabdeckung eingestellt. Das Bildintervall ist der Abstand zwischen den Zentren von zwei aufeinander folgenden Schnitten. Links haben Sie einmal eine Schichtdicke von 1,25 mm und auch ein Intervall von 1,25 mm. Auf der rechten Seite dargestellt haben Sie eine Schichtdicke von 1,25 mm mit einem Intervall von 0,625 mm. Das heißt, Sie haben somit eine 50%ige Überlappung. Das Rekonstruktionsintervall selber hat keinen Einfluss auf die Dosis. Verringern des Rekonstruktionsintervalls ermöglicht es,
den Teilvolumeneffekt zu verringern und die räumliche Auflösung zu erhöhen. In der gleichen Zeit erhält man dann natürlich entsprechend mehr Bilder. So, in diesem Kapitel haben Sie nun etwas über die Abdeckung, Schichtdicke sowie Pitch- und Rekonstruktionsintervall erfahren. Im nächsten Kapitel geht es dann um die KV Milliampere und die Organdosismodulation. KV, MA, ODM. Kommen wir als erstes zu der KV. Die Röhrenspannung definiert die Spannung, die in der Röntgenröhre zwischen Kathode und Anode zur Beschleunigung der Elektroden angelegt wird. Die Energie der Photonen und das Spektrum der Röntgenstrahlen wird dadurch bestimmt. Die KV beeinflusst den Kontrast des Bildes. Wenn die KV abnimmt, erhöht sich der Kontrast und umgekehrt. Typische Werte, die Sie wählen können, sind 80, 100 und 120 KV. Die Anpassung der KV hat immer Auswirkungen auf beides, Quantität und Energie der emittierten Röntgenstrahlung, was dann auch Auswirkungen auf Dosis, Bildrauschen und Bildkontrast hat. Deshalb sollte man Patientenausmaß und Art der Untersuchung bei der Auswahl der KV immer berücksichtigen. Bei Verwendung der AutoMA hat die Reduzierung der KV aufgrund der automatischen Erhöhung der MA nur einen minimalen Effekt auf das Bildrauschen. Ganz generell ist aber so, wird eine feste, also manuelle MA verwendet, reduziert sich die Patientendosis bei Verringerung der KV und das Bildrauschen ist erhöht. Das ist also der Fall, wenn Sie eine feste Milliampere verwenden. Hier nochmal ein kleines Beispiel, wo einmal die Darstellung mit 120 kV und 100 kV gezeigt wird. Verringert man die KV von 120 auf 100, kann es zu einer Dosisreduzierung von 30% führen, sofern alle anderen Scanfaktoren gleich bleiben. Dann kommen wir zu der Milliampere. Die Milliampere ist die Einheit, die den Strom der Röhre beim Röntgen oder die Anzahl der von der Kathode zur Anode zirkulierenden Elektroden misst. Wie in der Darstellung des Phantoms dargestellt, hat die Milliampere Einfluss auf das Bildrauschen. Wenig MA wird links dargestellt und weist ein hohes Bildrauschen auf. Auf der rechten Seite, das Bild ganz rechts, ist mit 400 mA gescannt und man sieht, dass man dort auch weniger Rauschen im Bild hat. Wenn Sie an Ihrer CT-Konsole das Milliampere-Fenster öffnen, dann haben Sie dort die Milliampere-Kontrolle, wo Sie unter anderem die feste Milliampere eingeben, hier dargestellt. Verwenden Sie die manuelle Milliampere, wird die gesamte Untersuchung gleichbleibend mit der gleichen Milliampere untersucht. Dann haben wir die automatische Kontrolle der Belichtung. In der Regel wird ja nicht mit der festen Milliampere gearbeitet, sondern mit der automatischen Belichtungskontrolle. Vorausgehende Daten vom Scout, und zwar immer vom zuletzt gescannten Scout, ermöglichen die Kalkulierung der Patientenform und des Patientenausmaßes und entscheiden dann über die Modulation der MA und die optimale Dosiseffizienz. Wie gesagt, die Kalkulierung basiert immer auf dem zuletzt akquirierten Scout. Bei der Anwendung der automatischen Milliampere wird die Milliampere immer basierend auf dem eingestellten Rauschindex berechnet. Der Rauschindex ist ein Parameter, der dem relativen Rauschen im Bild entspricht. Ein hoher Rauschindex bedeutet, dass die Bilder mehr Rauschen erhalten und mit einem niedrigen Milliampere-Wert und somit einer niedrigeren Dosis akquiriert wird. Ein niedriger Rauschindex bedeutet, dass die Bilder weniger Rauschen enthalten und mit einem höheren Milliampere-Wert und somit einer höheren Dosis akquiriert werden. Der verwendete Rauschindex wird immer für eine selektierte Schichtdicke bestimmt.
Milliampere wird dann für jede Rotation basierend auf der Patientendichte bestimmt. Der Rauschendex ist der einzige absolute Weg, um denselben Scan zu einem späteren Zeitpunkt zu reproduzieren und um die gleiche Bildqualität über die gesamte Scanlänge beizubehalten. Sie haben bei der AutoMA auch immer die Möglichkeit, einen minimalen MA-Wert und einen maximalen MA-Wert einzugeben, sodass nur MA-Werte innerhalb dieses Bereichs angewendet werden. Auch wenn Sie zum Beispiel einen Rauschendex eingeben, der relativ gering ist und das System einen höheren Milliampere verwenden würde wollen, um dieses Rauschen zu erhalten, wird diese erhöhte Milliampere nicht verwendet. Wenn Sie sagen, Sie haben die maximale MA zum Beispiel auf 200 MA begrenzt, dann wird das System auch nicht mehr als 200 Milliampere geben. Das ist dann unabhängig vom Rauschendex. Hier sehen Sie einmal bildlich dargestellt, wie SmartMA arbeitet. Also SmartMA können Sie auch noch zusätzlich anwählen und Sie haben durch SmartMA die Reduzierung der Milliampere bzw. die Anpassung der Milliampere bezogen wirklich auf das Patientenausmaß. Das heißt, wenn man den Patienten von der Seite sieht, ist er meistens etwas breiter. Dort wird mehr Milliampere verwendet als in dem schmaleren Bereich. Durch die Aktivierung sozusagen von SmartMA wird die Milliampere in der X- und Y-Achse angepasst. Auf dem rechten Bild sehen Sie dann die Einteilung der Patienten oder des Patienten in vier Sektoren, in dem Moment, wo Sie SmartMA verwenden. Und in Sektor 1 und 3 würde die Milliampere dann entsprechend reduziert werden. Also die automatische Anpassung der Belichtung basiert immer auf dem zuletzt gescannten Übersichtsbild. Hier sehen Sie schön, wie sich die Milliampere entsprechend dem Körperausmaß anpasst. Im Schulterbereich haben wir noch 190 Milliampere, dann wird es geringer, es geht runter bis 95 Milliampere und im Leberbereich erhöht sich die Milliampere wieder etwas auf 117 Milliampere. Hier haben Sie nochmal eine Übersicht der Milliampere-Kontrolle. Wie gesagt, der gewünschte Rauschendex muss immer eingegeben werden, damit man eine gleichbleibende Bildqualität erhält. Wird der Rauschindex erhöht, reduziert sich die Milliampere und das Rauschen im Bild wird dann auch entsprechend höher. In dem Moment, wo Sie mit der automatischen Milliampere arbeiten, sehen Sie in der MA-Tabelle, also Sie haben immer die Möglichkeit, eine MA-Tabelle zu öffnen. Dort sehen Sie dann, wie viel Milliampere pro Rotation gegeben wird. Wird SmartMA aktiviert, werden weitere Werte bezüglich der Milliampere pro Rotation angegeben. Einmal die in der Y-Achse und einmal die in der X-Achse. Die Milliampere-Tabelle ist auch immer sehr nützlich, also Sie sollten wirklich immer mal draufschauen, weil Sie geben ja immer in der Regel einen minimalen und einen maximalen MA-Wert ein. Wenn Sie dann die Milliampere-Tabelle öffnen und Sie sehen, dass die Milliampere immer bei dem minimalen Wert ist, also zum Beispiel in dem Fall bei 50 Milliampere, das bedeutet, dass das System eventuell sogar noch weniger Milliampere nehmen würde. Sie könnten also die minimale MA nochmal etwas reduzieren. Es kann natürlich auch umgekehrt der Fall sein. Der Wert entspricht immer dem maximalen MA-Wert, zum Beispiel 700, wie hier eingegeben. Das würde dann bedeuten, dass das System wahrscheinlich eigentlich noch mehr Milliampere haben würde, um den Rauschindex zu erreichen, beziehungsweise die Bildqualität mit dem angegebenen Rauschindex zu erreichen. Deshalb sollte man sich immer die Milliampere-Tabelle anschauen, um gegebenenfalls auch nochmal Anpassungen im minimalen oder maximalen MA-Bereich anzupassen.
In dem MA-Fenster geben Sie ja immer die Milliampere ein. Wenn Sie von der MAS sprechen, dann müssen Sie immer darauf achten, dass Sie die Milliampere mal der Rotationszeit nehmen. Haben Sie zum Beispiel oder verwenden Sie zum Beispiel 360 Milliampere und Sie haben eine Rotationszeit von 0,5 Sekunden, so erhalten Sie einen Wert von 180 MAS. So, dann kommen wir einmal zu der Organdosismodulation ODM. ODM bietet Reduzierung der Strahlendosis durch ständige Modulation durch die Röntgenröhre bei empfindlichem Gewebe wie der Brust. Am Scout kann eingestellt werden, in welchem Bereich die Dosis reduziert werden soll. Ich werde darauf auch gleich nochmal mehr ins Detail geben. Und die Organdosismodulation bietet einen MA-Modulationsmodus zur Optimierung der Patientendosis in anterior Richtung des Patienten, in der sich die am empfindlichsten auf die Röntgenstrahlung reagierenden Organe befinden. Gleichzeitig wird in anderen Bereichen der Gesamtrauschspiegel durch Modulation des Röntgenröhrenstroms je nach Winkel der Röntgenröhre aufrechterhalten. Ob in einem 90 Grad oder 180 Grad Winkel reduziert wird, hängt von dem gewählten Scan Feeder View ab. Bei einem Head Scan Feeder View wird in einem Winkel von 90 Grad reduziert, wie Sie hier auch sehen können. Hier wird auch dargestellt, dass bei Verwendung eines Bismutläppchens auch Artefakte entstehen können, was bei der Anwendung der Organdosismodulation nicht der Fall ist. Die Bildqualität bleibt also erhalten bei einer Reduzierung der Dosis von 30% im Schädelbereich. Wird das Scan-Feeder-View Large verwendet, kommen wir auf eine Dosisreduzierung von bis zu 40% in einem 180-Grad-Winkel. Beachten Sie immer, dass die Wirksamkeit der Organdosismodulation von der Patientenzentrierung sehr beeinflusst wird. Auf die Patientenzentrierung werde ich auch gleich nochmal genauer darauf eingehen. Der Patient sollte generell immer in der Mitte des Scan-Feeder-Views positioniert werden, um die erwartete Dosisreduktion zu erzielen. ODM kann während der Scanplanung aktiviert werden. Öffnen Sie die MA-Tabelle bzw. die MA-Tabelle zeigt dann an, wie die Milliampere reduziert wurde in den einzelnen Bereichen. Und bei den Rotationen, wo ODM verwendet wird, sehen Sie hinter der Nummer der Rotation oder der Nummer des Scans ein kleines Sternchenzeichen. Sie können bis zu 3 ODM-Planungen parallel machen. Zu der Bezeichnung auf dem Bild selber, Sie haben einmal den Rauschindex, hier Noise Index, der wird angezeigt, in dem Fall mit 2,5. Dahinter haben Sie so ein kleines Wellenzeichen. Das kleine Wellenzeichen zeigt an, dass SmartMA verwendet wird. Und dahinter haben Sie dann ein kleines Sternchen und das Sternchen zeigt an, dass ODM eingeschaltet ist. Noch ganz kurz zu den ODM-Einstellungen. Wenn Sie also Ihr Übersichtsbild haben, dann sehen Sie einmal Ihren Scan-Bereich, den Sie geplant haben und hier in Türkisfarben dargestellt, haben Sie dann die Möglichkeit, das ODM-Feld entsprechend zu planen. Einmal ein Beispiel für ein Thoraxbild und einmal ein Beispiel für ein Schädelbild. Und hier nochmal einige Tipps zur Anwendung der Organdosismodulation. Ein Übersichtsbild ist notwendig. SmartMA muss eingeschaltet sein, um ODM zu aktivieren. Der MA-Modulationsbereich für ODM basiert auf dem für die Untersuchung gewählten Scan-Feeder-View. Der Milliampere-Modulationsbereich folgt dem AP der Vorderseite des Patienten. Die maximale Anzahl der Regionen mit ODM ist 3. Der Bereich der ODM-Region ist minimal 20 mm bis maximal 300 mm. ODM-Regionen können nicht überlappend sein. Eine ODM-Region kann für mehrere Gruppen vorgeschrieben werden.
Wenn die ODM-Region außerhalb des vorgegebenen Scan-Bereichs liegt, ist die ODM-Schaltfläche rot. ODM ist nicht kompatibel mit Axial Shuttle, Helical Shuttle, Sinus Segment oder Cardiac Scan-Typen. Und ODM kann in einem Protokoll bereits im Protokollmanagement integriert werden. So, nun kommen wir zum Field of View. Bei unserer Untersuchungsplanung haben wir immer die Möglichkeit, ein Scan Field of View zu wählen und das Display Field of View. Das Scan Field of View, also das Scan-Bildfeld, ist der Parameter, der festlegt, wie viel Anatomie gescannt wird. Das Display Field of View, beziehungsweise die Anzeige des Bildfeldes, ist der Parameter, der festlegt, wie groß der in einem Bild rekonstruierte Bereich des Scan Field of Views ist. Alles innerhalb des Scan Field of Views wird bestrahlt. Alles innerhalb des Display Field of Views wird gesehen. Das Display Field of View kann kleiner als das Scan Field of View sein oder ihm entsprechen, es kann aber niemals größer sein. Bei der Scanplanung können Sie je nach System zwischen verschiedenen Scan Field of Views wählen. Das Scan Field of View bestimmt das Scanfeld. Sie sehen an diesem Beispiel, zum Beispiel einmal haben wir das Head Scan Field of View mit einem Durchmesser von 32 cm und das Large und Body Scan Field of View mit einem Durchmesser von 50 cm. Durch die Anwahl des Scan Field of Views ist auch bestimmt auf Grundlagen, welches Phantoms die Dosis berechnet wurde. Und dieses ist auch immer im Dosisbericht vermerkt und wird für jede Scangruppe separat angezeigt. Und hier einmal zur Veranschaulichung, wie wichtig es ist, dass der Patient korrekt gelagert ist. Sie haben einmal die Röntgenröhre, dann als nächstes einen Formfilter, den Bowtie-Filter. Und Sie sehen, dass dieser Bowtie-Filter in der Mitte der dünn ist, damit viel Strahlung durchkommt, und im Randbereich filtert der Bowtie-Filter und es kommt weniger Strahlung durch. Was ja auch Sinn macht, da der Patient, das Blaue ist der Patient, ja in der Mitte den größten Durchmesser hat und im Randbereich wird er schmaler und somit kann die Strahlung etwas gefiltert werden. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass in dem Moment, wo man fehlerhaft zentriert, also die orangefarbene Linie zum Beispiel 2 cm weiter oben ist, ist passiert, dass das System die Milliampere fehlerhaft berechnet, weil es denkt, dass hier oben der schmale Bereich ist die Mitte des Patienten. Somit können Sie sich vorstellen, dass man das Gefühl hat, dass die Milliampere zu wenig genommen wurde und das kommt einfach durch die Dezentrierung zustande. Es wurde auch wenig Milliampere in dem Moment verwendet, die für die Mitte des Patienten, also für den breiten Durchmesser des Patienten, dann auch nicht mehr ausreichend sein kann. Das Display-Field of View wird auch auf der Recon-Karte angezeigt und kann eben gleich oder klein nahe dem Scan-Field of View sein. Hier sehen Sie nochmal, dass das Objekt komplett innerhalb des Scan Field of Views liegen muss. Für alles, was außerhalb des Scan Field of Views liegt, gibt es keine Bildinformation. Hier noch einmal zusammengefasst der Unterschied zwischen Scan Field of View und Display Field of View. Das Display Field of View kann gleich oder kleiner als das Scan Field of View sein. Das Scan Field of View ist der Scan-Bereich während des Scans. Das Display Field of View zeigt das Bild an. Die Grenzen des Display Field of Views hängen von dem gewählten Scan Field of View ab. Das Display Field of View kann das Scan Field of View nicht überschreiten. So, Sie haben nun gerade etwas über den Unterschied zwischen dem Scan Field of View und Display Field of View erfahren und im folgenden Kapitel geht es um die Recon-Optionen. Im Recon-Option-Fenster sind folgende Optionen verfügbar. Recon-Modus Full Plus, dann die Fenstereinstellungen, IQ Enhanced, ASIA-Einstellungen, Herzfilter.
Im Recon-Optionsfenster haben Sie die Wahl zwischen dem Voll- und Plus-Recon-Modus. Beim Aufnehmen von Bildern im Plus-Modus erhöht sich die Belichtungszeit geringfügig. Der Vollmodus bietet ein dünneres Schichtprofil, erfordert jedoch 10-15% mehr MAS als der Plusmodus. Der Plusmodus hat ein bis zu 20% breiteres Schichtprofil als der Vollmodus, benötigt aber 15-20% weniger Milliampere. Bei Verwendung des Plusmodus können Spiralartefakte reduziert werden. Der Plusmodus verwendet zusätzliche Ansichten von Daten, um ein Bild zu rekonstruieren. Beide Modi können prospektiv und retrospektiv verwendet werden. Hier sehen Sie einmal den Unterschied einer Darstellung im Voll- und im Plusmodus. Des Weiteren können Sie die Fensterwerte in den Recon-Optionen festlegen. Die Fensterbreite ist definiert als Bereich von CT-Zahlen, die in Graustufen umgewandelt und auf dem Bildmonitor angezeigt werden. Diese werden in Hounsfield Units ausgedrückt. Die Fensterbreite kann vom Bediener entsprechend den klinischen Erfordernissen ausgewählt werden. Die Fensterlage ist als zentraler Wert des Fensters definiert, das für die Anzeige des rekonstruierten CT-Bildes verwendet wird. Und hier sehen Sie mal einige Beispiele zur Anwendung der Fensterung. IQ-Enhance ist ein spezieller Rekonstruktionsprozess, der vorgeschrieben werden kann, um Artefakte zu minimieren, die üblicherweise bei den spiralen Dünnschichtaufnahmen auftreten. IQ-Enhance ist nur bei einer Schichtdicke von 0,625 oder 1,25 verfügbar und das Intervall der Schichtdicke muss gleich der Schichtdicke oder der halben Schichtdicke sein. Hier sehen Sie zwei Bilder im Vergleich. Links wurde ein Bild ohne IQ-Enhance gemacht und auf der rechten Seite wurde IQ-Enhance angewählt. Und Sie sehen dann diese Artefakte, die Sie auf dem linken Bild sehen, sind auf dem rechten Bild stark reduziert. So, dann kommen wir zu den ASIA-Einstellungen. ASIA bedeutet Adaptive Statistical Iterative Reconstruction und ist ein rauschunterdrückender Rekonstruktionsmodus, der unerwünschtes Rauschen aus den Bildern beseitigen kann und so eine Reduzierung der Dosis und Verbesserung der Bildqualität ermöglicht. ASIA benutzt die projizierten Daten und verwendet raffinierte, modellbasierte Algorithmen, um das Rauschen unter Beibehaltung der anatomischen Details in den rekonstruierten Bildern zu minimieren. Hier sehen Sie noch einmal zwei Bilder zur Veranschaulichung. Auf der linken Seite ist ein Bild mit 588 mA und ohne ASIA. Auf der rechten Seite wurden 383 mA verwendet und also die Milliampere wurde reduziert und 40% ASIA. Wenn der Scantyp Cardiac angewählt wird, können die Rauschunterdrückungsfilter C1, C2 und C3 eingesetzt werden. Zum Schluss noch kurz zu den Rekonstruktionsalgorithmen. In dem Feld Recon-Typ haben Sie je nach System die Möglichkeit, verschiedene Algorithmen auszuwählen. Diese sollten der darzustellenden Anatomie immer angepasst sein. Soft ist für Gewebe mit einheitlicher Dichte, Standard für Routineuntersuchungen wie zum Beispiel Thorax und Abdomen. Der Algorithmus Lunge ist speziell für Lungenpathologien, Chest für Detailstudien des Mediastinums und der Lunge. Also dort können Sie die Bilder mit beiden Fenstern anschauen. Detail eignet sich für Postmyelogramme, bei denen hybride Gewebe, Details und Knochenränder wichtig sind. Bone für hochaufgelöste Untersuchungen und scharfe Knochendetails. Und dann haben wir noch Bone Plus für zum Beispiel Kopfuntersuchungen mit Details im Submillimeterbereich.
So, Kapitel 5 handelt nun von den Recon-Optionen, wie Icon Hands, ASIA, Full- und Plus-Modus, sowie den Recon-Algorithmen. Und nun sind wir auch schon beim Ende. In diesem Kurs haben Sie die wählbaren Scan-Parameter und Rekonstruktionsparameter kennengelernt. Durch dieses Webinar haben Sie die unterschiedlichen Scan-Typen kennengelernt und etwas über die Abdeckung, das Intervall und die Scan-Feed-of-Use erfahren, sowie KV und Milliampere. So, und nun haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Ich werde Ihre Fragen dann über das Fragen- und Antworten-Fenster beantworten.